Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuesten Video auf Easy Money. Wir befinden uns heute mal ganz entspannt in der Chargers Franchise, und zwar nicht in einem Livestream wie sonst normalerweise, sondern in einem Video. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit meinem Internet und habe keinen Bock, den Livestream anzufangen, und dann bricht alles ab. Deswegen, liebe Leute, befinden wir uns heute ganz normal hier im Video in der Chargers Franchise. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon an der Länge des Videos gesehen haben. Ich habe dieses Video hier nicht geschnitten oder so gut wie gar nicht geschnitten. Wir können mal ganz kurz ins Playoff-Picture erstmal reingucken, erstmal gucken, was hier abgeht. Die Browns sind auf jeden Fall in der Divisional-Round. Alter, Scholli. Und die Saints auch. Okay, die haben sich also auf jeden Fall schon mal den Spot sicher geholt. Buccaneers gegen Packers, 49ers gegen Seahawks, das ist sehr geil. Eagles gegen Cowboys, Alter, das ist auch geil. Ravens gegen Chiefs, Broncos, Texans, Patriots, Bills. Alter, Scholli, da sind ja mal ein paar richtig geile Games am Start. Also das ist geil. Dann gucken wir mal in die Weekly Awards rein. Okay, unser Middle Linebacker hat 10 Tackles, 1 Interception, hat hier AFC Defense Award bekommen, sehr schön. Sehr, sehr schön, kann man auf jeden Fall machen. View Message vom Offensive Coordinator, mal sehen, was er sagt. Thursday Night Game this week, bla bla bla. Wir gehen mit Rest Over Preparation. Wir wollen, dass unsere Spieler schön ausgeruht sind, sowohl mental als auch körperlich. Deswegen nice, plus 7, Moral auf unser Team oben rauf. Und dann würde ich sagen, gucken wir einmal hier rein. Players ready to negotiate. Übrigens, Leute, fröhlichen ersten Advent oder schönen ersten Advent, wie auch immer. Heute ist ja zumindest, wenn ihr morgen das Video seht, am Montag, dann ist ja schon vorbei. Aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent. Denzel Perryman wollten wir doch eigentlich behalten, oder? Aber der ist eigentlich auch echt langsam. 81er auf Linebacker ist jetzt irgendwie nicht so geil. Free Safety, Tyrod Taylor. Ich würde sagen, wir warten hier einfach auch noch ein bisschen, gucken erstmal uns die Situation weiterhin an. Wir können ja mal auch gleich nochmal gucken, wie unsere Linebacker-Situation ist. College Players können wir aber definitiv scouten, weil das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir wollten ja eigentlich auf jeden Fall für die linke Seite was holen. Oh, da haben wir noch gar nichts gescoutet. Das überrascht mich jetzt aber ein bisschen, aber okay. Gucken wir mal rein. Geil, schon mal ein Erstrunder hier. Noch ein Erstrunder. Undrafted, alter Schwede. Nochmal undrafted. Okay, krass. Ich glaube, die brauchen wir uns nicht mehr. Obwohl, komm, wir gucken uns ihn noch an. Ja, okay. Immerhin fünfte Runde. 25 Punkte haben wir noch. Wir gehen einmal noch hier auf Left Tackle. Alter Schwede, da gibt es auf jeden Fall mehr als genug. Fullback können wir tatsächlich auch mal gucken. Was haben wir denn hier als... Okay. Da haben wir auf jeden Fall nur undrafted Leute, aber mal sehen. Das werden wir nächste Woche dann zu Ende machen. Calvin Stark, perfekter Name für einen Fullback, Alter, richtig geil. Weekly Training, ganz normal, das werden wir simulieren. Das dauert mir mal ein bisschen zu lange, das extra zu spielen. Und wenn ich selber spiele, kriege ich richtig oft nicht mal Gold, deswegen lohnt sich sowieso nicht. So. Und dann haben wir noch Upgrade Players. Mal sehen. Okay, ey, Tranquil immerhin. Das ist auf jeden Fall nice. Gucken wir mal rein, was er da ist für ein Upgrade. Field General, sehr schön. Richtiger Anführer, Linebacker, genau so einen braucht man natürlich. Plus 1 Awareness, Block Shedding und plus 2 Tackle, das ist geil. So, und KJ Hill, der sagt mir gar nichts. 66er Receiver, den lassen wir einfach automatisch upgraden. Beauty. Dann gucken wir mal jetzt. Wir haben heute ein Spiel gegen die Raiders. Wieder Divisional Rival. Unsere Saison mit 1-12 ist sowieso vorbei. Kenneth Murray ist wieder da. Nice, nice, nice. Das ist geil, Digga. Kenneth Murray ist wieder da. Das ist richtig nice. Ich wollte ja sowieso gucken. Ey, das ist unser einziger Right-Outside-Linebacker. Dahinter kommt direkt ein Left-Outside-Linebacker, der halt auf Right-Outside-Linebacker spielen musste, als Kenneth Murray nicht da war. Left Outside Linebacker, was haben wir da? Moasu, sehr schön. 84 Speed ist okay. Und 79er Overall ist natürlich auch sehr gut. Und der ist gerade mal in seinem zweiten Jahr. Und auf Middle Linebacker haben wir Tranquil. Und danach kommt schon Perryman. Das ist eigentlich nicht so geil. Und danach Christensen. Also Perryman sollten wir schon behalten, falls sich Tranquil verletzt. Der ist aber nice, Digga. 87 Speed. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich wollte einmal noch kurz ins Team reingucken. Und zwar hier. Weil ich einfach mal sehen will, wer bei uns denn auf dem Feld steht, wenn wir... Alter, das Team ist schon eigentlich ganz nice, ne? Fullback ist halt mega mau.
Aber Williams und Keenan Allen, danach Breed, ja, okay, ist jetzt nicht so geil. Okay, das sind drei geile Linebacker, sage ich ehrlich. Also 4-3 können wir auf jeden Fall angenehm spielen. Danach kommt halt Perryman, White. Ja, also die drei sollten sich halt schon nicht verletzen, weil danach sieht es dann schon eher ein bisschen mau aus. Hier muss jetzt Jenkins spielen. Ach ja, Adderley hatte sich ja verletzt. 71er Free Safety, das geht auch gar nicht klar, Digga. Sag ich ganz ehrlich. Aber gut, ich würde sagen, wir jumpen ins Spiel gegen die Raiders. Wir werden nur die Moments spielen, weil, wie gesagt, die Saison ist sowieso so gut wie vorbei und ich habe keine Lust, hier das noch unnötig in die Länge zu ziehen. Deswegen spielen wir ganz normal die Moments, dann geht es alles ein bisschen schneller und dann können wir hoffentlich auch zwei Games in diesem Video hier machen und gucken dann mal, wie das Ganze laufen wird, ne? So Leute, unser erster Moment ist hier direkt der erste Drive im Game. Wir starten an der 25, also ich nehme an, wir haben den Ball nicht returned. Es ist auch nur eine Sekunde von der Uhr runtergegangen. Von daher würde ich sagen, wir fangen mal ganz entspannt an mit einem Halfback Inside Zone. Boah, Alter, ich glaube, was haben die Raiders im Record jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, 6-7 oder so? Also definitiv ein durchmischtes Team und der erste Lauf geht immerhin für 4 Yards. Ich spiele nach wie vor auf All Madden, Leute. Das ist ja auch eine andere Sache, die wir überlegen, dass... Ganze für die nächste Saison dann zu ändern, dass wir dann halt sagen, okay, All Madden war vielleicht doch ein bisschen zu schwierig und lass mal auf All Pro switchen und dann halt auch die Slider ein bisschen anpassen, sodass es halt wirklich ein guter Wert ist oder eine gute Schwierigkeit einfach, weil es ist einfach langweilig, wenn es zu einfach ist und es ist auch langweilig, wenn es zu schwer ist. Das müsste hier ein First Down sein. Ne, dritter und Inches, okay, krass. Wir werden hier ganz normal einen Fullback Dive nehmen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich schon Bock, noch eine zweite Saison zu spielen. Wir haben ja dann auch den Draft, die Offseason und alles. Da werde ich auch ein dickes Video machen oder vielleicht sogar einen Livestream. Und dann hoffe ich, dass die zweite Saison deutlich besser laufen wird. Vor allem dann auch mit der Schwierigkeit, die dann weiter unten ist. Und hier hatten Neighbors, Neighbors vor allem Nachbarn. Was hatte der, ein 66er Overall oder so, hat hier einen First Down geholt. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, ich denke, wir werden einfach weiter rennen, weil... Ganz ehrlich, bisher lief der Lauf ganz solide. Konnte man sich eher weniger beschweren. Wir gehen durch die Mitte, weil die da alle rechts stehen. Boah, da sind sie fast ins Backfield gekommen, aber haben wir immer noch mal 4 Yards geholt. Also, solange wir 4 Yards im Durchschnitt holen und mit dem Lauf, ist alles okay. So, da kann man auf jeden Fall mit leben. Wir nehmen mal den Quick Pitch. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber... Probieren geht über Studieren, Leute. Wir probieren es. Oh, yes. Yup. Okay, der Truck hat gar nichts gemacht, aber ey, das war richtig gut. Ich glaube, es waren 14 Yards oder so. Sehr stark. 4 Rushes für 28 Yards. Das ist natürlich ein sehr guter Durchschnitt. Ich weiß nicht, warum man jetzt Josh Jacobs und Derek Carter sieht. Einfach, als ob die gerade irgendwas damit zu tun gehabt hätten. Aber gut, falls es hier für euch gerade zu langweilig ist, skippt gerne ein bisschen nach vorne oder so und guckt später irgendwie weiter im Video. Aber wir probieren hier jetzt, vor allem weil es halt ein Erzrivale ist, auch einfach mal einen Sieg zu holen. Ne? So, wir gehen perfekt durch die Lücke, sehr schön neues First Down geholt. Bisher läuft's gut, ich kann mich nicht beklagen. 5 Rushes für 40 Yards, das werden wir jetzt hier ganz genüsslich weiter so machen. Weil es wäre schon nice, so einfach einen Touchdown zu bekommen, ne? Sage ich ehrlich. Sage ich ehrlich, jawohl. Oder ist sogar der andere Running Back. Wir haben ein neues First Down, Alter. Let's go! Let's go. Raiders schaffen es bisher hier auf gar keinen Fall irgendwie den Lauf zu stoppen. Wir gehen mal nochmal mit der I-Formation. Einfach ISO, ganz normal. Durch die Mitte. Wir sind jetzt schon in der Red Zone. Ab der 20-Yard-Linie ist immer Red Zone, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Ich weiß übrigens gar nicht, seid ihr Football-Anfänger, die hier zugucken? Oder kennt ihr euch richtig aus? Seid ihr Profis? Seid ihr... Keine Ahnung, schon seit 20 Jahren dabei, seid ihr seit 3 Jahren oder so dabei und kennt euch ziemlich gut aus oder wie ist das bei euch? Seid ihr gerade erst frisch dazugekommen? Seid ihr selber Madden-Spieler? Oh komm, Digga, das hätte ein First Down sein müssen eigentlich. 3 Yards waren das Ganze jetzt nur, dritter und 2. Ich glaube, wir probieren es mit einem Strong Stretch, das ist ein bisschen risky. Aber ja, wir probieren es einfach mal. Ne, da sind sie durchgeschossen gekommen, das war minus 1 Yard. Minus 1 Yard. 4-3, wir werden Field Goal nehmen. Wir nehmen unsere Punkte erstmal mit. Das habe ich auch gelernt in Madden, vor allem in der Franchise. Oh, der könnte daneben gehen. Ne, der ist drin. Hauptsache erstmal Punkte, Leute. 3-0, wir haben die Führung. Kann man machen.
Okay, Defense braucht unsere Hilfe. Wir haben einen 2. und 4 und sind, glaube ich, in der eigenen Red Zone. Also an unserer 16. Ja, wir müssen hier jetzt auf jeden Fall mal gucken, die zu stoppen. Und Kenneth Murray ist endlich wieder am Start. Das ist wichtig für uns. Das ist sehr wichtig, dass wir Kenneth Murray wieder am Start haben. Oh, der hat einfach über meinen Kopf geworfen. Alter Schwede, da hätten wir sein müssen. Bro, nein, und jemand hat sich bei uns verletzt. Joseph. Wenn wir eine Sekunde früher ein bisschen weiter nach hinten gegangen wären, dann wäre es ein Pick gewesen. Das tut weh. Red Zone Alert. Nice, wir sind in der Red Zone. Okay. Wir wollen jetzt natürlich auch mal punkten, deswegen werden wir jetzt hier mal anfangen auch zu passen. Aber erstmal ganz genüsslich ein Screen Pass auf Eckler. 7:3 liegen wir hinten, also ein Touch haben wir hier schon richtig nice. Sage ich euch, wie es ist. Und wir haben viel Platz. Boah, gut getruckt bis zu 5. So, ich werde jetzt hier... Okay, wir müssen Joseph auf jeden Fall rausnehmen. Das tut weh. Das tut weh. Ich werde jetzt hier einen Quick Pass nehmen und damit probieren, in die Endzone reinzukommen. Und zwar Spacing Switch machen wir mal. Und da hoffe ich auf Henry oder auf Williams, dass einer von den beiden frei wird. Ah, komm schon. Jawohl, er fängt den. Sehr schön. Das war risky, da hinzuwerfen, weil den hätte er auch droppen können. Ein Pick hätte es auf gar keinen Fall werden können eigentlich so, weil er stand vor dem Ball. Also vor dem Gegner. Aber sehr schön. Touchdown ist da. Extra Punkt haben sie nicht reingemacht, Alter. Aber ey, wir haben schon wieder den Ball an der 9. Sind wir an unserer eigenen? Nee, wir sind an deren 9. Oha, okay. Stark von der Defense hier. Wir werden es mit Double Corner probieren. Mal sehen, ob ich hier Williams, ja, obwohl ich schick mal einfach Allen in eine Slant. Man muss es ja auch nicht immer unnötig kompliziert machen. Da ist er nämlich. Sehr schön. Touchdown für die Chargers, Digga. Wir führen mit 16:7 oder so. Je nachdem, ob wir einen extra Punkt reinmachen oder nicht. Ja, 16:7. Okay, 2-Minute-Drill. Die Raiders haben wieder nichts gerissen. Alter Scholli. Wir haben den Ball nochmal. 2-Minute-Warning jetzt. Okay, es war richtig unnötig hier rauszukommen. Wir spielen direkt nochmal Double Corner. Und gucken mal, ob wir hier auf Williams spielen können. Ja, das sieht sehr schön aus. Es sind immer ein paar Yards. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir spielen mal No Huddle. Ich weiß nicht, was mit dem Menü hier gerade los ist, aber wir laufen jetzt mal. Digga, wie kommen die denn da plötzlich raus? Ich dachte, ich habe das First Down safe. Wir gehen nochmal No Huddle. Probieren hier diesen Play-Action. Ich hoffe, ich mache jetzt gerade nichts Dummes. Mal sehen, ob Green da frei wird. Oder Williams vielleicht sogar. Da ist doch Williams. Och, komm schon, Digga. Habt ihr das gesehen, Bro? Yo, den musst du fangen. Den muss er fangen. Das ist... Als NFL-Receiver ist das peinlich. Wenn du ganz normal einen Crosser läufst, der DB ist hinten an dir dran. Ja, klar, nervt er dich so ein bisschen. Aber, Digga, den musst du fangen. Was für ein Hit, Bro. Was für ein Hit. Aber trotzdem, Williams hätte den auf jeden Fall fangen müssen. Damit haben wir einen First Down verpasst. War vielleicht von mir auch nicht schlau, da dreimal irgendwie No Huddle zu spielen. Raiders haben einen Field Goal gemacht, okay. Steht die ganze Zeit 16:10. Es geht hin und her. 16:13. Wir haben den Ball. Ne, die haben den Ball. Boah, Leute. 2 Titans und 3 Receiver. Wir kommen mal in einer ganz normalen 4-3 raus. Okay. Die sind in unserer Red Zone. Also jetzt hier ein Stop wäre sehr wichtig. Oh, ich wollte dahin. Ich hab's nicht ganz geschafft. Ich wollte dahin. Aber dann ist Kenneth Murray halt doch nicht schnell genug für sowas. Da haben wir leider nicht Abgi aus oder von Washington, der 94 Speed hat, Alter. Sondern halt Murray mit, weiß nicht, 86 Speed oder so. Das reicht dann halt leider nicht. 4. und 1. Ich nehme an, sie werden den Ball probieren zu laufen. Na, warte mal. Wir nehmen hier ganz normal 3-4 und werden Outside Linebacker Fire machen. Und ein paar Leute noch blitzen. Shiften die D-Line nach links, aber er läuft. Wir sind da. Sehr schön. Ich glaube, manchmal kommentiere ich ein bisschen zu viel und konzentriere mich gar nicht aufs Gameplay, Leute, sage ich ehrlich. 3. und 2. 3 Receiver. Wir werden Nickel spielen. Ich hoffe... Okay, er hat keinen Running Back hinten drin. Wir schicken ihn hier noch in eine QB-Spy. Flagge aber auf dem Feld. Ich weiß nicht für was. Ich habe eigentlich nichts in der Defense gesehen. Holding Offense. Ich hab's nicht gehört, der Kommentator labert dazwischen, aber jawohl!
Holding Offense, Alter. Wir haben gerade echt ein bisschen Glück vom Game. Zwei Running Backs, zwei Receiver. Dritter und 12, aber wir nehmen hier diese Taktik. Bro, was macht... Okay, ich will gar nichts sagen. Ich weiß nicht genau, welche Coverage da am Start war. Ich glaube, wir hatten drei tiefe Zonen, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, warum zum Geier der Typ da in der rechten tiefen Zone einfach offen ist, weil wir haben eigentlich eine rechte tiefe Zone. Die Raiders übernehmen die Führung. Third Down Alert. Na toll. Dritter und 10 auch noch. Eieiei. Okay, mal gucken, ob wir hier noch was reißen können irgendwie. Das wird jetzt aber auf jeden Fall schwierig, ne? Sag ich euch ehrlich. Das wird jetzt schwierig. Wir gehen mit dem Play-Action FL Drive. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob da irgendwas gehen wird. Hunter, wir hätten auf R1 werfen müssen. Oh, Hunter Henry catcht ihn, aber let's go! Junge! Da hatten wir Schwein. Wir hätten eigentlich R1 anwerfen müssen. Das war der untere Titan. Der hätte easy für den First Down rennen können. Das wäre halt safer gewesen. Aber so, wenn wir Hunter Henry haben und der fängt den Ball, let's go. So, Red Zone Alert. Wir sind an der 15. Zweiter und 2. Okay. Konzentration. Wir probieren es mit dem Z-Spot and Go. Zweiter und 2. Dann nehmen wir doch erstmal Aguilar für den First Down und noch viel mehr. Das ist ein Touchdown, Alter. Let's go. Das war überraschend, sage ich ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da den Touchdown bekommen. Aber gut. 22-20, eventuell 23-20, wenn wir den extra Punkt reinmachen. Jawohl. Okay, wir sollen jetzt Defense spielen. Drei Receiver sind draußen. Wir spielen Big Nickel. Okay. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Erster und 10. Das nehme ich. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Das sind nur... Ja, okay, 6 Yards sind doch ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Das ist doch ein bisschen viel. Aber gut, immerhin läuft die Zeit weiter. Kommt wieder mit 3 Receivern. Wir werden diesmal ganz normale Nickel spielen. Schicken ihn hier in QB Spy. Steuern Tranquil. Ah, das ist eigentlich wieder meine Zone, Alter. Ich bin diese Linebacker, obwohl die ja eigentlich relativ guten Speed haben mit, ich glaube, 87 und 86 oder so, sind die mir ein bisschen zu langsam, weil ich an Erbki gewöhnt bin. Mit dem kannst du dir es erlauben, noch eine extra Millisekunde nach hinten zu droppen und dann erst zu breaken, weil der halt einfach so schnell ist. Aber mit denen hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und daran bin ich einfach nicht gewöhnt. Ich spiele ja meistens Community Franchise mit Washington. Ja, gut. Der war komplett offen, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es unsere Schuld war. Wir mussten ja den anderen übernehmen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Okay, diesmal hatten wir unsere Zone auf jeden Fall sehr gut gedeckt. Oh, fetter Hit, Digga. Die brauchen natürlich auch nur ein Field Goal. Sieht aber aus, als würden die probieren, hier auf Touchdown zu pushen. Ja, das ist gut gemacht. Aber war das ein First Down? Dritter und Inches. Und die Zeit wurde angehalten. Also hier auf jeden Fall eine sehr gute Chance für uns, jetzt einen Stopp rauszuhauen. Und dann eventuell sogar eine Timeout zu nehmen. Komm mit drei Receivern raus, mit Dritter und Inches. Ich probiere trotzdem eine 3-4 zu nehmen, Leute. Okay, mal gucken. Mal gucken. Okay. Na! Ah! Ach, komm schon, ey. Das ist mein Fehler. Das ist alles meine Schuld. Erst verkacke ich meine Zone, dann jump ich auch noch volle Kanne daneben beim Tackle. War das mein Mann? Habe ich nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen, Leute. Das war sehr schwach von uns gemacht, defensiv. Muss man so sagen, leider. Wir sollen jetzt nochmal hier probieren, irgendwie was zu reißen. Schwierig, Alter, schwierig. Sage ich euch ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall dumm gelaufen hier gerade mit dem defensiven Drive. Hunter Henry, na schade. Ich dachte, er könnte sich nochmal durchsetzen. 2. und 10, 46 Sekunden, wir haben noch 3 Timeouts. Also hier ist auf jeden Fall noch was drin, sage ich auch ehrlich. Wir gucken mal, was der Coach vorschlägt. Corner Strike finde ich ganz gut.
Okay. Allen, Bro, Herbert, wo wirft er hin? Und Allen fängt ihn trotzdem. Wir nehmen eine Timeout, Alter. Junge! Also wir wurden heute einmal von Hunter Henry gerettet und einmal von Allen gerade gerettet. Der Wurf von Herbert war gerade richtig mau. Der war wirklich nicht gut. Aber okay, mal gucken. Jennings oder Henry vielleicht. Nee, beide nicht offen. Er hat im QB Spy drin. Wir gehen No-Huddle. Wir gehen No-Huddle. Komm schon, warum zeigt ihr mir das Menü nicht an? Wir probieren es tatsächlich hier mit dem... Oh, kacke, die Zeit ist ja viel zu weit runtergelaufen. Und ich wollte eigentlich nicht den Ball übergeben. Ihr dürft niemals Spielzüge ausprobieren, die ihr nicht kennt, Digga. Da passiert einfach immer nur Kacke. Ihr müsst sie erst üben. Sonst ist das einfach... Also manchmal ist es natürlich auch lucky, aber... Wir schicken halt jetzt Allen in a go. Aber ich meine, der Safety ist sowieso da. Probieren es trotzdem. Wir kriegen eine Pass Interference. Wir kriegen eine Pass Interference, oder? Bro, 2 Sekunden, das bringt uns jetzt an die 22. Wir haben ein Play, Leute. Ein Play. Ich würde es... Boah, ich weiß nicht, Alter. Vielleicht Flanker Corner. Was ist das denn für eine Route von Reed? Okay, hoffentlich wird Allen einfach frei. Oder Henry vielleicht durch die Mitte? Nee, wir probieren Allen anzuwerfen. Schade. Es war ein Versuch wert. Wir haben dieses Spiel leider knapp verloren gegen die Raiders, aber trotzdem haben wir uns ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Ich weiß gerade leider nicht, wie spät es ist. Ich habe nämlich gleich noch einen Termin, deswegen weiß ich nicht genau, ob ich jetzt noch ein Game hinterher zocken kann, vom zeitlichen her. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach. Probieren geht über Studieren, Leute. Gut, also leider nicht das Ergebnis, was wir haben wollten. Dafür ist es aber dann für den Draft besser. Hä? Der beendet einfach die Franchise, Alter. What? Was ist denn hier schon wieder los, Junge? Madden ist schon wieder am Spacken. Also, was ich eigentlich sagen wollte, dadurch, dass wir halt mehr verlieren, haben wir dann natürlich einen besseren Draft-Pick. Können uns dann also ein krankeres Talent holen. Hoffentlich. Okay. Gut, ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Wir können jetzt trotzdem Spieler upgraden immerhin. Okay, Spieler, die mich nicht jucken. Nice. Nicht. ich würde sagen, wir advancen. Wir advancen in die nächste Woche. Raiders sind jetzt 7-7. Wir sind 1-13. Gucken wir uns kurz die X-Factor Message an wegen irgendeinem Linebacker. Oh, Von Miller, okay. Ja, gut. Disregard him. weil... Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man kann hier immer auswählen zwischen den drei Sachen und je nachdem, welches man auswählt, hat man halt dann eine höhere Challenge oder eine schwierigere Challenge fürs Game. Diese Challenge, wenn man Disregard und sagt, ist immer einfach so von wegen, ja, okay, das ist die niedrigste Challenge, gewinn einfach nur das Spiel und dann kriegst du deine XP. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir müssen mega den Fokus auf ihn legen, dann haben wir halt ein größeres Ziel, zum Beispiel, lass keinen einzigen Sack zu von ihm oder sowas. Und wenn wir das dann halt nicht schaffen, dann bekommen wir auch keine XP. Deswegen ist die Chance für uns, XP zu bekommen, immer höher, wenn unser Ziel niedriger ist. Und da wir hier in dieser Franchise sowieso uns sehr schwer tun, dachte ich mir, wäre es doch eigentlich ganz smart, da einfach entspannt dran zu gehen. Wir gucken jetzt noch einmal hier auf Fullback, das wollten wir mal gucken, ob sich hier vielleicht irgendein Talent verbirgt, undrafted. Drittrundenpick, ey, okay. Guck mal, Drittrundenpick kann man sich doch eigentlich gönnen. Zweitrundenpick? Junge, okay. Let's go, Alter. Zweitrunden Fullbacks kann man auf jeden Fall sich mal überlegen zu holen. Auch wenn man nicht viel mit Fullback eigentlich macht, so. Aber, gut. Weekly Training machen wir schnell und dann geht's gegen die Broncos. Ein weiterer Erzrivale von uns. Hoffentlich können wir wenigstens den besiegen. Gegen die Raiders knapp verloren, ist natürlich unschön.
Aber wenn wir die Broncos besiegen können, dann ist es halb so wild, weil dann haben wir immerhin einen Rivalen besiegt. Können wir machen, jawohl, wir können jemanden upgraden. Forrest Lamp, nice. Tillery, auch nice. Geil, Digga, let's go. Forrest Lamp ist unser Left Guard, der ist erst im zweiten oder dritten Jahr oder so und der hat ein Star Development, deswegen der wird, glaube ich, nochmal richtig gut. Leute, wir jumpen ins Game gegen die 7-6-1 Broncos, also auch Broncos, Raiders. Da ist alles sehr, sehr eng in der Division bei uns. Aber ich glaube, die Chiefs sind ja auch noch bei uns in der Division, oder? Oder vertue ich mich gerade komplett? Ich bin mir nicht sicher, aber warte mal. Chiefs, Chargers, nee, also jetzt bin ich gerade komplett raus. Broncos, doch, Broncos, Chiefs, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben, glaube ich, irgendjemand in der Division, der das Ganze relativ solide anführt. Und das könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das die Chiefs sind. Aber gut, gucken wir mal, was passiert. Denver direkt 7-0 gescored, Alter, und sind jetzt schon wieder in unserer Red Zone. Also für uns auf jeden Fall nicht der beste Start hier. Aber mal gucken, was wir gegen die Broncos hier reißen können werden. Sieht mir nach einem Lauf aus, wenn ich ehrlich bin. Ja. Oh, okay, es sind nur ein paar Yards. War sehr komisch, sah aus, als würde er einfach stehen bleiben. Aber gut. Wir sind an der 14, 1. und 10. Ist schon ein bisschen schwierig. Sieht wieder aus wie ein Lauf, logischerweise. Ja, wir waren da. Flagge? Vielleicht ein Holding. In der Defense haben wir nichts falsch gemacht. Jawohl. Sehr schön. Wir akzeptieren das 1. und 19. Sie werden zurückgepusht. Ein Sack wäre natürlich richtig geil, ne? Wenn wir hier einen Sack bekommen, wir wollen die eigentlich aus der Field Goal Range rausbekommen. Das wäre halt maximal nice. Jawohl, er wirft ihn einfach weg. 2. und 19. Ich denke, wir werden jetzt mal richtig hart blitzen und probieren, den Gegner hier zu überraschen. Under Smoke machen wir mal. Gucken wir mal, was hier gehen wird. Under Smoke. Ah, let's go! Fang ihn doch! Das kann nicht sein Ernst sein, Bro. Wir hätten einen Turnover gehabt. 3. und 19. Alter, die haben den Screen rausgehauen, was eigentlich perfekt gegen den Blitz funktioniert normalerweise. Oder theoretisch gesehen. Der hat nicht geklappt. Und wir kriegen hier nicht den Pick, Alter. Ja, toll. Ich musste beim Tieferen mitgehen, Leute. So, na, wenigstens ist das First Down verhindert, aber ein Field Goal werden sie auf jeden Fall nehmen. Aber ich sag ehrlich, dafür, dass sie in der Red Zone angefangen haben und wir jetzt reingekommen sind, um nur ein Field Goal zulassen, das ist auch stark. 4. und 3. Ich denke, glaube, sie gehen dafür. Sie gehen dafür. Okay, Digga. Das ist auf jeden Fall überraschend. Sieht natürlich hart nach einem Lauf aus. Oh, wir hatten unsere Hand dran, aber konnten ihn nicht tackeln. Alter, der hat gerade so das First Down bekommen. Ist das ärgerlich. Das ist wirklich krass ärgerlich, Alter. Junge. Junge, 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 Junge. Melvin Gordon für nix. Minus 2 Yards. Vielleicht können wir sie trotzdem hier stoppen. Alter Schwede. Dieser Drive hätte schon längst vorbei sein müssen. Wir hatten eigentlich erst den Pick. Den lässt er einfach fallen. Dann hätten wir eigentlich nur einen Field Goal haben dürfen. Oder zulassen dürfen. Wir sind da. Sehr schön. Nur ein Yard zugelassen. Ah, und dann haben sie gerade so einen First Down bekommen. 4 Receiver haben sie draußen. Eieieiei. Was haben die denn jetzt hier vor? Wir werden hier ganz normal Cover 2 Sync spielen. Mal gucken. Komm schon, Defense einmal noch standhalten. 3. und Goal! Das war so knapp. Ich dachte halt safe, er würde eine Slant machen oder eine Innenroute. Deswegen war ich ein bisschen weiter in. Oh, Junge, das tut weh. Mann, Alter. Das ist richtig ärgerlich, Digga. Wir hatten zweimal eine richtig gute Chance, die gut zu stoppen. Und wir verkacken es. 3. und 3. Wir werden es mit einem Lauf probieren. Yes, sir, let's go.
Let's go, Eckler. Oh, gib mir noch einen Block, Bro. Williams rennt einfach an dem Safety hier vorbei. So. Mal gucken. Bruh. Digga, was war das denn? Alter. Junge. Dieses Team einfach zu nice. Da sieht man, warum die 1 und 13 sind. Aber naja. Hunter Henry perfekt. Wir sind an der 1. Wir probieren hier in der Huddle zu gehen und noch vor dem 2-Minute-Warning zu scoren. Yep. Let's go. Sehr schön. Okay, Touchdown haben wir. Wenn wir die jetzt nochmal stoppen können vor der Hälfte. Nochmal punkten. Yep. 3. und 10. Sehr, sehr nice. Das ist eine richtig gute Chance hier für uns, die jetzt zu stoppen. Reißt euch jetzt zusammen, Defense. 3. und 10. 3. und 10, 1,5 Minuten. Alles zu. Alles zu. Bam, Digga. Fetter Hit von Harris. Wir nehmen eine Timeout, die werden den Ball noch punten müssen. Und dann haben wir nochmal die Chance hier zu punten, eventuell. Obwohl, die könnten auch einen Field Goal probieren. Haben sie aber nicht, oder? Wir sind an der 45. Ich weiß nicht, was passiert ist, Leute, aber wir haben auf jeden Fall den Ball. 1 Minute 16 sind schon fast an der Mittellinie und 2 Timeouts. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Hunter Henry komplett offen. Nein, eine Flagge auf dem Feld. Bitte, bitte kein Holding, Digga. Kein Holding bei so einem geilen Game. Das tut weh. Wir werden den gleichen Spielzug nochmal nehmen. Ich glaube nicht, dass die Madden-KI checkt, dass wir den gleichen Spielzug nochmal nehmen, oder? Also, Mann, Herbert, das kann doch nicht sein! Guckt doch mal, wie diese Franchise immer gegen uns spielt. Das macht keinen Spaß so, Digga. Muss ich euch auch ehrlich mal sagen, ne? Das ist einfach Kacke. Was soll denn das, Mann? Erst kriegen wir ein Holding bei so einem nice First Down, dann wirft Herbert den Ball sonst wohin. So, und da... Boah, Alter, starker Catch, Junge. Hat Keenan Allen sich halt mega gut von der Linie weggekämpft, von dem Receiver. Von dem DB. Und der DB kommt trotzdem da fast wieder ran. Auch ein bisschen mehr. Okay. Das war natürlich auch komisch. Ich dachte, um ehrlich zu sein, er läuft mit Curl. Ich hatte die Route falsch im Kopf. Aber egal. 1. und 10. Was machen wir? Wir gucken mal, was der Coach vorschlägt. Corner Strike finde ich eigentlich ganz nice. Ändern wir das Ganze so. Gucken wir mal, wa? Allen! Herbert, du bist so ein Lappen! Wie kann man denn so ungenau werfen, Digga? Bro! Da kann man auch nicht erwarten, Spiele zu gewinnen mit solchen Würfen. Ist er denn was? Wirklich so. Allen wieder frei. Und diesmal kommt er mal an. Dankeschön. Wir gehen No Huddle. Okay. Ich dachte, um ehrlich zu sein, da passiert was anderes. Wieder der gleiche Fehler. Ein Spielzug genommen, den ich nicht kenne. Nice. 2. und 14, 12 Sekunden. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall kein Field Goal nehmen. Also ich probiere hier wenigstens einmal in die Endzone zu werfen. Und wenn das nicht klappt, dann können wir meinetwegen Field Goal nehmen. Aber jetzt einfach direkt. Nee, da mache ich nicht mit. Gut. Wir müssen das Field Goal machen. Das ist keine gute Idee. Komm schon. Ist der drin? Der ist zu kurz. Wow. Der ist 1 Zentimeter zu kurz. Chargers Franchise, ich danke dir wirklich dafür, dass du uns dieses Leben zur Hölle machst. Danke. Ich weiß natürlich, wir haben jetzt auch gerade hier ein bisschen verkackt. Wir hätten vielleicht auch vorher das Field Goal nehmen sollen. Blablabla, aber bruh, dieses Spiel oder diese Franchise spielt nicht in
unsere Karten. Okay, wenigstens droppt er den. Da hätte ich gerne den Pick gehabt, aber okay, 4 down 10, sie müssen den Ball punten. Hier ist natürlich noch alles drin. Da muss Herbert jetzt aber auch mal die Bälle anbringen, ansonsten ist hier nämlich gar nichts drin. Wir müssen schon wieder stoppen. Bro, unsere Offense hat nichts geschafft. Wir haben nicht mal die Chance bekommen, rein irgendwie ins Spiel zu kommen oder so. Das ist gestoppt. Ich würde sagen, das ist gestoppt. 4 down 1, jawohl. Werden sie dafür gehen oder werden sie punten? Okay, sie gehen dafür. Nope, sie gehen nicht dafür. Ich weiß nicht, warum Madden uns dann sagt, sie gehen dafür. Meine Güte. Dieser Modus ist ein bisschen kaputt, ne? Sie faken es. Sie faken es und genau jetzt ist gerade die Aufnahme vorbei. Sie haben das First Down bekommen, Leute. Das tut auf jeden Fall weh. Das tut auf jeden Fall richtig weh. Um ehrlich zu sein. Das ist gut gestoppt. Dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Wenn wir sie hier stoppen können, dann geht noch alles klar. Dann müssen sie jetzt auch mal stoppen. Wir hatten in dem Spiel hier wirklich Probleme, die zu stoppen. Mehrmals in dem Game. Also da sind einige Sachen passiert, wo ich mir auch so dachte, okay, guter Stopp, wir nehmen mit Timeout. Wenn wir sie nochmal stoppen können, werden sie hoffentlich punten. Nicht wieder faken. Nicht wieder irgendwie gerade noch so das First Down bekommen. Nicht einfach so dafür gehen. Oder sonst was. Wichtig jetzt, Leute. Wichtig. Wichtig. Er fängt den. Er fängt den. Und Joseph verlässt sich schon wieder. Ey, was ist denn das? Er fängt einfach mal den Ball. Ja, noch jetzt safe laufen. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass sie jetzt weiter werfen. Bro. Fumble. Ah. Das ist viel zu weit, bro. Wir nehmen eine Timeout, Digga. Das kann doch nicht sein hier. Selbst wenn die einen Field Goal machen, haben sie das Game gewonnen. Also, das ist echt. Das ist echt mau. Und der rennt rüber. Mann! Ja, Leute. Das ist mau gelaufen. Beide Spiele knapp verloren. So macht das auf jeden Fall keinen Spaß. Guter Hit von James. Wenn wir hier noch einen Fumble kriegen können, Leute, dann ist noch was drin. Wir brauchen jetzt einen Turnover, und zwar sofort. Sofort brauchen wir jetzt einen Turnover. Komm schon. Second and 8. Down 3. Das tut weh. Wir haben dieses Spiel verloren. Gut, Leute. Lasst mir auf jeden Fall gerne schon mal ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Jetzt natürlich noch die Zeit auslaufen und alles. Die werden sowieso abknien. Zweimal gegen den Erzrivalen verloren in dem Video, Alter. Das tut einfach nur weh, Digga. Das tut einfach nur weh. Vor allem teilweise wegen eigenen Fehlern, teilweise aber auch wegen solchen dummen Madden-Fehlern schon wieder. Dass Herbert zum Beispiel die ganze Zeit daneben wirft und so. Oder dass wir genau dann in Holding bekommen und sowas. Einfach. Nee, Mann. So macht's keinen Spaß. Und ich habe, um ehrlich zu sein, auch öfters gehört, dass es auf All Madden gut und gerne mal zu solchen unfairen Sachen kommt. Dass All Madden halt wirklich einfach ja, ein bisschen am Übertreiben ist. Wir können gucken, ob wir wenigstens noch Spieler haben, die wir upgraden können. Hat der Herbert nur 48% completed, Alter? Guck, das meine ich, Bro. Selbst wenn er simuliert wird, spielt er anscheinend auch Kacke. Also es ist ja nicht nur, dass wir irgendwie mit dem nicht gut spielen, sondern auch Keenan Allen mit einem Upgrade, das ist nice.
Gut, Keenan Allen jetzt auf einem 93er, das ist natürlich sehr stark. Wir gucken hier einmal rein, haben wir natürlich nicht geschafft, ist schon klar, bla bla bla. Ja. Aber gut, der neue Injury, das müsste Joseph sein. Jawohl, Junge, 4 Wochen raus, 85er, macht Spaß. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.